Hallo beim dritten Adonis-Tipp, heute mit Gateways. Zuerst rufen wir unsere Prozesslandkarte und unseren Beispielprozess auf. Hier haben wir exklusive Gateways und nicht exklusive Gateways. Diese fügen wir jetzt der Reihe nach ein. Unser Käufer hat seine Kaufentscheidung getroffen oder eben auch nicht. Die Verbindung können wir jetzt benennen. Und ganz wichtig, wir brauchen immer einen Abschluss für jedes Ende. Selbst wenn es der Verkaufsabbruch ist. Mit dieser Verbindung zeigen wir dann eben den zweiten Bereich und benennen ihn mit Nein. Das parallele Gateway, also die Und-Verbindung oder das nicht exklusive Gateway, ist eher selten, wenn es um Menschen geht. Hier haben wir zum Beispiel einen Bodo-Boden los, der gleichzeitig das Verkaufsgespräch führt und am Objekt zeigt, was so toll darin ist. Das sind zwei verschiedene parallele Handlungen, die tatsächlich funktionieren könnten. In der Regel haben wir allerdings eine Abfolge und weniger paralleles Arbeiten. Wenn wir sagen, Bodo Bodenlos hat seine Truhe oder seine Antiquitäten fertiggestellt und das triggert dann überhaupt den Prozess Antiquitäten verkaufen, haben wir ein Ereignis, das wir auch mit einem Signal wirklich benennen können. Er kann das nicht vorher verkaufen, bevor das Drum fertig ist. Natürlich können wir auch ereignisbasierte Gateways im weiteren Prozessverlauf einfügen. Das wäre zum Beispiel auch die Möglichkeit, unterschiedliche Ausgänge zu zeigen, aber wir halten es heute einfach. Deswegen löschen wir das Ganze wieder raus und bleiben bei der einfachen Kaufentscheidung. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.